Also, ich habe die Überschrift schon hingeschrieben. Es geht heute nochmal zu ein paar Übungen zur PQ-Formel. Fangen wir mal mit einer einfachen Geschichte an. Und zwar 0 soll sein x Quadrat plus ein Achtel x. Nee, Entschuldigung, falsch. Ich bin verrutscht. Nee, wäre doch. Na, ist egal. X Quadrat minus ein Achtel x. Minus ein Zweiunddreißigstel. Und jetzt Action. Also, ich mache jetzt an der Stelle kurz Pause. Ihr rechnet. Und wer sich das Video anguckt, der stellt jetzt auf Pause und rechnet auch. Und dann wird verglichen. Es muss rauskommen x01 gleich ein Viertel. Und x02 ist gleich minus ein Achtel. So, das nochmal als Tipp und jetzt rechnen. Dann kann man nämlich selber nochmal gucken, ob man Quatsch gemacht hat. Ja, zum Lösungsweg. Wir haben hier unser P und hier immer mit Vorzeichen unser Q. Demzufolge können wir sagen, x01 und 2 minus P halbe. Minus mal minus ist Plus. Braucht man sich um das Vorzeichen nicht zu kümmern. Und statt ein Achtel, sage ich, die Hälfte davon ist ein Sechzehntel. Plus minus. Und jetzt wird dieser Ausdruck hier. Ach, nee, war nicht schön. Jetzt wird dieser Ausdruck, der komplette Ausdruck, quadriert. Und dann klappt's. Und zwar hier unter der Wurzel. 1 mal 1 ist 1. Und das ist 256. Und dann Bruchstrich. Und jetzt kommt hier hinten minus Q. Minus mal minus ist Plus, also Plus, das ist schon mal ganz schön. Und jetzt muss ich überlegen, jetzt steht ja hier ein 32. Wie komme ich so schnell wie möglich auf 256? Entweder ich nehme gleich mal 8 und wenn mir das aber nicht einfällt, nehme ich erstmal 2, mal nochmal 2 und so weiter und so fort. Nehmen wir es mal 2 ist 64, mal 2 ist 128, mal 2 ist 256. Also muss ich wirklich tatsächlich mit 8 erweitern. Ich mache mal den Wurzelstrich etwas länger. Und streiche das komplett weg. Das sind dann 8 256. Jetzt kann ich die Wurzel zumachen. Ich habe also das Kürzen in diesem Fall, weil wenig Platz ist, habe ich das dahinter geschrieben. Ne? So, jetzt wird es leicht. Und jetzt, was ich als Hinweis gab, wir müssen dann nicht mehr so viel schreiben, sonst schafft man das während eines Testes nicht mehr ganz. Wir schreiben also ein Sechzehntel und jetzt ziehen wir gleich im Kopf die Wurzel. Hier oben, 1 plus 8 ist 9, daraus die Wurzel ist bloß noch 3. 256, daraus die Wurzel ist bloß noch 16. Und jetzt können wir loslegen. x01 ist demzufolge minus ein Sechzehntel plus 3 Sechzehntel. Ein Sechzehntel plus 3 Sechzehntel sind 4 Sechzehntel. Naja, gut, ich schreibe es nochmal hin. 4 Sechzehntel. Wenn ich das kürze, durch 4 kann ich beide kürzen, das ist ein Viertel. Also sauber hingeschrieben, ein Viertel. Nie so stehen lassen hier, das ist Gift. Wenn man das so stehen lässt, das ist kein richtiges Ergebnis und das gibt, um euch die saubere Schreibweise anzugewöhnen, gibt das keine Punkte. Also keine Ergebnisse als Ergebnisse so stehen lassen, wie ich sie eben dargestellt habe. So, x02 ist relativ leicht wieder. Das können wir fast im Kopf. Ein Sechzehntel minus drei Sechzehntel sind minus zwei Sechzehntel gekürzt minus ein Achtel. Leider vergessen manche allzu schnell das Minus mitzuschleppen. Ne? Das sollte man immer vorher klären. Mein Tipp dazu also, wie ich sie hier oben zum Beispiel gemacht habe, Minus mal Minus ist Plus, also muss ich mich nicht drum kümmern. Minus mal Minus ist Plus, also muss ich mich nicht drum kümmern. Einfach so lassen. So, gibt es, ja, kleinen Moment, eine Frage. Kleinen Moment. So, nächste Übungsaufgabe. Die heißt dann, 0 soll sein, wenn ich sage x Quadrat minus x minus 3,75. So, wenn ich das habe, dann schießen wir mal los. Also, rauskommen muss bei der Aufgabe folgendes: x01 gleich 2,5 und x02 minus 1,5. Ich weiß, die wiederholen wir jetzt nochmal, die Aufgaben. Okay, so, gut, ich mache wieder Pause, ihr seid wieder voll dran.
Gut, zur Lösung. Wir gucken und unterstreichen wieder unser OJ, P. Hier muss man wissen, dass hier eine stille 1 davor steht, also heißt das P ist minus 1. Und hier ist klar, das Q ist eindeutig, muss ich nichts zu sagen. Dann los. X0, 1, 2. Die übliche Tippeltabletur. Minus P halbe heißt es. Minus mal minus plus. Ich kümmere mich nicht drum, ich schreibe bloß einen halb hin. Plus minus, Wurzel aus. Das hier, das P halbe in Klammern zum Quadrat, ist ein Viertel. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn ich aus dem Q doch einen Bruch machte. Warum? Das rechnet sich besser. Sonst müsste ich später hier unter der Wurzel einen Haufen Quatsch anfangen. Sagen wir ganz einfach, Q ist dann 375 Hundertstel, dann geht das leichter. Hundertstel, warum? Weil ich hier hinten zwei Kommastellen habe. Ne? Dann schreibe ich hier mal minus mal minus ist plus 375 Hundertstel. Ich habe das schon mal vorsorglich mit Platz geschrieben, weil mir auffällt, dass ich hier sowieso Hundertstel draus machen muss. Aus einem Viertel Hundertstel zu machen ist leicht. Dann heißt das, das sind 25 Hundertstel. Ideal, x0, 1, 2, man kann es ganz leicht wieder errechnen, ist ein halb, plus minus. Und jetzt die Wurzel aus. 25 und 375 sind 400. Die Wurzel aus sind 20. 20 mal 20 ist 400. 20 und die Wurzel aus 100, die heißen ja Hundertstel mit Nachnamen, ist Zehntel. Na schön. Nullen wegstreichen rate ich immer so, dann kann man es schön stehen lassen. Das heißt also, ich muss bloß 2 dazu addieren oder eben nicht. X01 ist also 1/2. Jetzt schreibe ich es mal aus, weil hier oben steht ja schon das Ergebnis. Plus 2. Und da sieht man, aha, das klappt. Und x02 ist 1/2 minus 2. 1/2, also minus 2. Das klappt. Es wurde eben noch gefragt aus dem Publikum, ob denn das so bedeutsam sei, ob ich erst mit Plus oder Minus arbeite. Wenn ich ganz, ganz, ganz Profi in der ganzen Geschichte bin, dann kann ich es mir aussuchen, das ist egal. Ich rate aber, x01 mit Plus zu verbinden und x02 mit Minus zu verbinden. Macht sich günstiger, braucht man später auch und man hat es dann leichter bei Nullstellen zu berechnen für andere schwierigere Funktionen. Gut, nächste Aufgabe gab es bis dahin Fragen bei der Arbeit, das ging jetzt eben, ne? Das war, glaube ich, nicht so gefährlich. Schnappen wir uns mal eine andere Aufgabe. Ich habe mir gerade eine überlegt, die heißt. Nee. So, jetzt heißt sie. 0 soll sein x² plus 12x. Was habe ich geschrieben? x². Ach, nee. Ja. Ich habe nicht aufgepasst. x² plus 34 Drittel x. Also so leicht machen wir sie nicht. Minus 8. Rauskommen muss x01 ist 2 Drittel. Und x02 muss rauskommen, minus 12. So, na denn. Ihr seid dran. So, ich probiere es mal auszurechnen. Das war wohl eine bisschen schwierige Aufgabe. Wie komme ich darauf? Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach eine Aufgabe einfallen lassen, die hieß x minus 2 Drittel in Klammern mal x plus 12 und habe das dann ausmultipliziert. Daher kommen diese x01 und x02. Und das soll 0 sein, ne? Also ausmultiplizieren, x mal x und so weiter und so fort. Daher habe ich das. Und dann nach der Zusammenfassung. Fangen wir mal an. Ach so. P mit Vorzeichen ist das und das ist Q. X01 2 hätte ich so berechnet. Jetzt sage ich hier minus p halbe. Aha, ich muss ein Minus einsetzen. Jetzt bin ich eine Sorge los. 34 einfach halbieren. Oder entweder ich mache hier 34 Sechstel draus. Oder ich mache mir die Zahlen so klein wie möglich. Das sind dann 17 Drittel. Die Hälfte von 34. Dann kann ich jetzt unter der Wurzel das Quadrat auch leichter schreiben davon. 17 mal 17 ist 289 und dann 3 mal 3 ist 9. Und jetzt minus Q heißt es. Q ist aber minus 8, minus minus plus. Und jetzt kann ich gleich Neuntel draus machen, denn ich sehe das ja, was hier rauskommen muss. Ich habe hier also 8 mal 9, 72 Neuntel. Kann ich dicht machen, die Wurzel. Und jetzt geht's los. X0, 1, 2. Und wenn mir das jetzt zu spannend wird, überlege ich erstmal,
was dann unter der Wurzel stehen muss. Ich muss hier zusammenzählen. 9 plus 2 ist 11. Dann 7 plus 8 und 1 dazu sind 8 plus 8 ist 16. Noch ein Übertrag 361. Die Zahl kommt mir höchst bekannt vor, sehr verdächtig. Denn die Wurzel daraus ist demzufolge, wie viel ist Wurzel aus 361? 19, ne? 9 mal 9, 81, deswegen kommt hinten die 1. Wenn ich überlege, ob es 18 sind, dann muss ich überlegen, 8 mal 8 hinten, irgendwas mit 4 muss hinten stehen, also dann ist es die 19er Wurzel. Ist auch knapp vor 400, passt. Also ist das minus 17 Drittel, plus, minus, und jetzt Wurzel aus 361 ist 19 Drittel, und jetzt wird es leicht. X0, 1 ist demzufolge minus 17 Drittel, plus 19 Drittel, merkt ihr was? Das wird 2 Drittel. Da oben ist es. X02 ist demzufolge minus 17 Drittel. Hey, jetzt muss ich klein schreiben. Minus 19 Drittel. Ja, da komme ich dann auch hin. Minus 17 minus 19 sind minus 36. Minus 36 Drittel. Oh, 36 durch 3. Alles klar. Es klappt auch. Hat funktioniert. Fragen bis dahin? Kleinen Moment, ich mache mal Pause. Natürlich, es ist richtig. Wenn ich aus den 34 Drittel, also ich konzentriere mich, kleinen Moment, konzentriere mich nochmal auf hier, auf mein P. Wenn ich das dann halbiere und 34 Drittel statt zu 17 Drittel da 34 Sechstel draus mache, dann habe ich unter der Wurzel das Problem, dass ich das dann quadrieren muss. Also hier wird es dann ein bisschen spannend. Dann muss ich 34 mal 34 rechnen und so weiter und so fort. Solche Fehler, die versucht man zu minimieren, indem man sagt, dann nehme ich lieber in diesem Fall die kleinere Zahl. 17 mal 17 kann jeder, das ist Schulstoff und komme dadurch leichter voran. Gut, noch eine Aufgabe, die da heißt, jetzt fange ich mal nicht mit 0 ist gleich an, sondern ich fange an mit x² minus 2x minus 63 soll 0 sein. Jetzt sage ich aber mal die Ergebnisse nicht, also ich mache gleich eine Pause. Das ist zu billig. Die Aufgabe, die war zu leicht. Ich wurde darum gebeten, eine bösere zu erfinden. Da sage ich aber mal nicht, was rauskommt. Und zwar, bei dieser ging das leicht. Hier haben wir P, hier haben wir Q, also x0, 1, 2 ist gleich. Die Hälfte davon, minus mal minus ist plus, ist 1, plus minus Wurzel aus 1, minus mal minus plus, plus 63. Naja, okay. Also Wurzel aus 64 ist 8. Ich gehe da gar nicht weiter drauf ein. Machen wir mal diese Aufgabe. 0 soll sein x² minus 3,4999. X minus 0,035. Viel Vergnügen. Ja, diese Aufgabe ist zugegebenermaßen eine Sauerei. Das ist schon klar. Also trotz alledem. Wir haben hier unser P. Hier steckt das Q. Und wir machen jetzt erstmal was Vernünftiges draus. Das geht so nicht. Das war die alte Aufgabe nebenbei gesagt. Das P kann ich besser schreiben als P ist gleich minus. Und jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Nullen. Zehntausendstel. Ne? 1, 2, 3, 4 Kommastellen. Das sind also 34.999 Zehntausendstel. Q, aber minus. Q ist demzufolge minus. Und jetzt 1, 2, 3, 4 Kommastellen. Schön. Das sind auch Zehntausendstel. Dann haben wir also nur 35 Stück davon. Na denn, probieren wir es mal aus. Ich schreibe mal hier drüben. X012. Jetzt müssen wir überlegen. Wenn ich das durch 2 teile, wäre ich in diesem Fall verrückt. Jetzt mache ich das lieber hier. Minus mal Minus ist Plus. 34.999. 20.000stel. Plus Minus.
Wurzel aus. Jetzt geht's los. Wir wären wahnsinnig, wenn wir es ausrechneten. Demzufolge schreiben wir die 34.999 so hin. Und am Bruchstrich die 20.000 Zell. Ach, das machen wir auch nicht so dolle. Okay, und jetzt kommt's. Minus mal Minus, jetzt kommt das Minus Q, ist Plus. Na wunderbar. Plus 35, da müssen wir zum Glück nichts rumquadrieren und rumbasteln. Zehntausendstel. Und jetzt kam der Trick, den ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Jetzt lasst uns mal überlegen, ob wir das irgendwie hinbasteln, aus dem Q irgendwie 20.000stel zu machen. Das heißt, wir erweitern so geschickt und quadrieren dann, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden. Probieren wir es mal aus. Nebenrechnung. Also, wir wollen aus 35 Zehntausendstel irgendwie schon mal 20.000stel hinkriegen. Das geht leicht. Mal 2 mal 2 ist demzufolge 70 20.000stel. So, und wie kann ich das Ganze jetzt so hinbasteln, dass ich 20 Quadratstel Tausendstel hinkriege? Indem ich einfach sage, macht nichts. Ich erweitere, Achtung, erweitern, mit 20.000. Und schon wird es besser. So, also, abgeschrieben. X012, vorne kümmern wir uns noch gar nicht drum. Plus, Minus, und jetzt geht's los. Wir schreiben dadurch alles auf einen Nenner. Achtung, die 34.999 in Klammern zum Quadratstel plus, und jetzt müssen wir 7 mal 2 ist 14, eine 0 von der 7, 1, 2, 3, 4 Nullen, also plus 5 Nullen hinten dran, 1, 2, 3, 4, 5 Nullen hinten dran. Und gemeinsamer Name ist 20.000 in Klammern zum Quadrat. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt mache ich mal eine kurze Pause zum Denken. Aber ihr ahnt schon, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Kleiner Moment, Pause. Nochmal eine kleine Wiederholung zum Thema Ausklammern und wie ich mit Brüchen umgehe. Aber vor allem zum Thema Ausklammern. Und zwar werden wir Folgendes darstellen. Nehmen wir mal einen... An, es steht da 16x plus 64x plus 4x. Und ich möchte hier ein Produkt draus machen. Dann muss ich gucken, welcher Faktor steckt hier überall drin, das x. Okay, es steckt aber noch mehr drin. Das ist durch 4 teilbar, die 4, die 64 auch und die 16 auch. Okay, dann nehme ich also 4x. Ich nehme den höchsten, den ich ausklammern kann und schreibe jetzt das mal Klammer. Jetzt muss ich gucken. 4x mal was ergibt 16x? Mal 4. Plus 4x mal was ergibt 64x? Aha, 16. Was ergibt 4x wieder? Plus 1. Bis dahin klar? Gut. Jetzt machen wir die Übung mal. Ich setze noch einen drauf. Jetzt nehmen wir mal an, 5a minus 10a plus 3. Ich gucke und sage, was kann ich hier ausklammern? Oh, ich kann nur teilweise ausklammern, hier vorne. Ich kann aber eigentlich, wenn ich das möchte, sogar direkt 5a ausklammern. Machen wir das mal probehalber. Die Technik müsste eigentlich noch geläufig sein. 5a mal was ergibt 5a mal 1. Jetzt kommt das Minus. 5a mal was ergibt 10a. Minus 10a. Also das Minus habe ich abgeschrieben. Eine 2. 5a mal was ergibt eine 3. Naja, ganz einfach. 3 durch 5a. Jetzt habe ich trotzdem aus allen dreien ausgeklammert. Wenn man diese Technik kann, kann man die bösesten Sachen manchmal zurechtzaubern. Machen wir nochmal die Probe. Ausmultiplizieren heißt, wir probieren jedes einzelne Glied zu multiplizieren mit dem, was da vorne steht. 5a mal 1 klappt. 5a mal minus 2 ist minus 10a. 5a mal 3 durch 5a, ich zeichne das mal,
5a mal 3 durch 5a, ne, ergibt, gekürzt, wieder 3. Also das hat geklappt. So kann man ausklammern. Jetzt folgende Übung. 24x minus 12x plus 16x. Der geht leicht. Und jetzt ein bisschen so wie in der zweiten Variante. Also das wäre Variante 1, das wäre Variante 2, ein bisschen heißer. Das wäre wie Variante 1. Jetzt kommt wieder einer wie Variante 2. 17a plus 34a plus 2. Jetzt macht mal, ich mache Pause. Dürfte nicht überraschend sein, also ich habe hier ausgeklammert die 4x, denn die steckt hier drin, die 4 drin, überall. 4x mal 6 ergebe wieder 24x, mal minus 3 ergebe minus 12x und mal 4 ergebe wieder das. Also das kann man auf diese Art machen. Und jetzt zur zweiten Variante, 17a und so weiter und so fort. 17a ausgeklammert, weil die am meisten, hier am meisten und am besten vertreten ist. Dann muss das mal 1 ergibt wieder 17a, mal 2 ergibt wieder 34a und mal 2 durch 17a ergibt 2. Kommen wir noch zu einer bisschen lustigeren Variante, die kann ich jetzt gar nicht richtig zuordnen. Beispiel 3x² plus 4x plus 5. Klammert mal x aus. Ich meinte jetzt nicht die binomische Formel, sondern ich wollte ganz, sieht aus so wie eine binomische Formel, ist richtig. Sondern ich wollte das einfach mal bloß ausgeklammert haben. Dann habe ich 3x in der Klammer stehen, plus 4, plus 5 durch x. Muss ich darauf eingehen? War eine pure Schreibübung, ne? Ist nicht weiter gefährlich. So, und jetzt probieren wir mal noch was anderes. Jetzt probieren wir mal, ob man etwas umschreiben kann. Also das zum Thema Ausklammern. Immer einen Faktor, den ich mir für alle gemeinsam vorstelle, kann ich sogar so weit ausklammern, dass ich hier hinten eine Umkehrung bilde und dadurch trotzdem das x ausklammern konnte. Der Nutzen kommt dann noch später. Noch extremer. Jetzt zu was Verrücktem. Jetzt kommt echt ein bisschen was Verrücktes. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Wenn ich schreibe 3 mal 4 plus 4. Ne, ich schreibe das mal hier unten hin. Moment. So, wir machen mal das folgende. Dann vorsichtig, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. 3 mal 4 ist 12 plus 4. Es muss also 16 rauskommen. So, und jetzt probieren wir mal. Jetzt habe ich ja hier letzten Endes, das ganze Gerät nennt sich eine Summe, bestehend aus einem Produkt und einer Zahl. Ein Produkt und eine Zahl ergibt eine Summe. Das ist eine Summe. Jetzt probieren wir mal irgendwie, auf irgendeine Art, hier aus dieser ganzen Geschichte die 4 auszuklammern. Machen wir es doch mal. Dann könnte ich doch sagen, ich habe hier 3 mal 4 plus 4. Hier steckt eine 4 drin. Und hierzu könnte ich sagen, das ist 4 mal 1. Ne? Dann steckt also hier und hier in beiden eine 4 drin. Dann kann ich also sagen, das ist 4 mal 3 plus 1. Stimmt das? Würde gehen. 3 plus 1 ist 4, mal 4 ist 16. Das stimmt also wieder. Soll ich mal kurz anhalten? Gehen wir noch mal kurz drauf ein. Eine weitere Übung. Wir haben ja hier vorhin manchmal Sachen ausgeklammert, die steckten gar nicht drin. Nämlich, ich habe hier ein x ausgeklammert, obwohl gar kein x in der 5 drin steckte. Ich habe das aber mit der Umkehrung hingekriegt. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, das war nicht schön. 3 mal 3 plus 5. Klammert mal jetzt die 3 aus. Ich möchte also eine Form haben wie 3 mal. Und jetzt halte ich kurz. Richtig, ganz genau. Das könnte man also schreiben als 3 mal 3 in der Klammer 3 plus 5 Drittel. Falsch. Was ist falsch, was du machst?
Das ist dumm. So, wenn ich diese Erkenntnis jetzt mal auf eine andere Zahl anwende, machen wir noch eine Schreibung dazu. Das hier. Und ich schreibe, ja, 10 zum Quadrat plus 4. Wie kann ich das hier oben auf diese Erkenntnis anwenden? Ich könnte also schreiben 10 mal 10 plus 4. Das ist leicht zu rechnen, weiß ich auch. Könnte ich was ausklammern? Die 10 könnte ich ausklammern. Ergäbe 10 mal diese 10 plus 4 Zehntel. Einverstanden? Noch klar? Ich habe also den Ausdruck theoretisch verkompliziert. Aber nebenbei kann man dann später mit solchen Zähnen kürzen. Da kann man nämlich dann sagen, Summen kürzen doch die Dummen. Aber das kommt später nochmal. Noch eine Übung dazu. Und zwar 12 zum Quadrat plus, damit es nicht ganz so glatt wird, 26. 26 ist 2 mal 13. Das ist was ganz Schlimmes. Und 14 zum Quadrat plus 34. Nehmt das mal. Diese Umschreiberei, die kann man eventuell nutzen. Und zwar wollten wir hier ausklammern, so wie wir es hier gemacht haben, hier haben wir die 3 ausgeklammert, hier haben wir die 10 ausgeklammert, klammern wir hier die 12 aus. 12 ausgeklammert heißt das. Und jetzt 26 Zwölftel reingeschrieben in die Klammer. Einverstanden? Habt ihr das auch so? Genauso hier 14 mal die 14 ausgeklammert plus 34 Vierzehntel. Was kann man damit vielleicht machen? Ich erinnere nochmal an diese schier nicht zu lösende Aufgabe. Vielleicht kommt man mit dieser Technik auf diese Art weiter. Nochmal zur Erinnerung, vorhin kam eine Frage. Warum habe ich die 20.000stel nicht einfach bloß quadriert? Ich habe erweitert, damit ich den Bruch nicht verderbe. Ich darf den wertmäßig nicht verändern. Also, wenn ich zum Beispiel 1/2 zu 2/4 mache, ist das in Ordnung. Wenn ich 1/2 aber quadriere, dann habe ich ihn nicht erweitert. 1/2 in Klammern zum Quadrat ist gleich 1/4. Das ist was anderes. Deswegen, das haben wir, hier mussten wir richtig erweitern, damit der Wert stimmt. Quadriert ist der Wert kaputt. Das ergibt, das kann ich nie wieder zurückkürzen, 1/4 auf 1/2. Da komme ich nicht wieder hin. So, und diese Technik, schon alleine, dass wir hier umgangen haben, 34.999 hoch 2 auszurechnen, oder umgangen haben, 35 Zehntausendstel irgendwie so hinzubasteln, dass da was anderes draus wird, ohne dass wir uns einen Wolf rechnen. Genau deswegen entwickeln wir jetzt gerade diese Umschreibetechnik. Vielleicht kommen wir ja darauf. Ich gebe zu, ich habe es selber noch nicht probiert, aber es scheint so zu werden. Wenn ich also diese Ausklammertechnik mir hier nochmal angucke, was könnte man dann vielleicht machen? Es ist ja wichtig, dass wir hier diesen Ausdruck mit dem irgendwie kombinieren, ohne dass es zu kompliziert wird. So, und das ist es. Dazu noch eine kleine Vorübung. Die Vorübung, hier draußen wird übrigens gerade gefuttert. Das waren aber die Möwen. Schade, die wollten wir nicht gerade füttern. nochmal schnell zu dieser Seite zurück. So einen Ausdruck basteln wir uns jetzt mal zusammen. Also zum Beispiel 25 zum Quadrat plus 10.000 und dann das Ganze durch 10.000. Probiert diese Technik des Ausklammerns hier oben auf dem Bruchstrich mal und dann mal sehen, was bei rumkommt. Ich mache mal Pause. So. Jetzt haben wir das ausgeklammert, das 25 mal in Klammer 25 plus 10.025stel, Klammer zu, geteilt durch 10.000. Jetzt kann ich hier vorne die 25 und die 10.000, die kann ich entsprechend kürzen durch 25. Habe ich nur noch 400stel unten drunter.
Jetzt kann ich die Klammer weglassen. Machen wir mal hier an der Stelle weiter. Dann heißt das 25 plus 10.000 25stel geteilt durch 400. Ähnlich wie oben. Was könnte ich jetzt machen? Was mache ich mit der vorderen 25? Nicht kürzen, das geht es nicht. Was mache ich hier vorne mit der und mit dem? Was mache ich hier vorne? Die vordere 25, damit die auch 25stel heißt, ist, ohne dass ich rechnen muss. 25 Ganze sind wie viel 25stel? Ein Ganzes hat wie viel 25stel? 25. Und demzufolge habe ich 25 Stück davon, also 25 zum Quadrat 25stel. Ich habe einfach mit 25er weiter. Plus die 10.000. Das ist einfach jetzt eine Schreibübung. 25stel. Steht oben auf dem Bruchstrich. Was kann man ausklammern? Was könnte man am besten ausklammern? Ich hätte diesen Schritt gar nicht zu machen brauchen, aber was kann man jetzt gut ausklammern? Oben. Klammern. Probieren wir es mit der 25. Klar, einverstanden. Wir klammern mal hier oben 25 aus. Dann ergäbe das Folgendes. 25 mal. Was steht jetzt noch in der Klammer drin? 25, 25stel, ne? Eben. Und das ist 1. Plus, jetzt nochmal die 25 ausgeklammert. 10.000 durch 25 ist 425stel. Und den ganzen Kram durch 400. Was kann ich jetzt machen? Kürzen. Ich kann nämlich schon wieder meinen Bruch zusammenbasteln. Also, durch 25 ist 16, ne? 8 mal 25 ist 200. Merkt ihr was? Hm? Ja und? Ist nicht weiter schlimm. Das kann man ja korrigieren. Ist logisch, was passiert ist. Guck mal, was aus dem Nenner wird. Der war erst riesig groß, da stand 10.000. Und ich konnte hier nicht kürzen, so ein Kürzen die Dummen und so weiter. Ich weiß, ich kann vorher noch alles umschreiben, aber durch eine pure Klammer, ich mache eine Pause. Es gibt zugegebenermaßen, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ergäbe das hier, Moment, das machen wir mal so. Ergäbe dieser Ausdruck hier. Natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit, aber da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern durch geschicktes Umschreiben kann man den gesamten Nenner wegkriegen. Ich würde es wie folgt natürlich machen, ich würde das hier splitten, das ist eine ganz normale, das ist eine ganz normale Technik. Die geht dann so, dass ich sage 25 zum Quadrat 10.000stel und das sind 10.000 10.000stel. Dann kann ich das hier hinten schon mal kürzen. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Also das hier gekürzt ergibt eine 1. Und hier kann ich mich genauso rantasten. Da kann ich dann sagen 25, das erste Mal gekürzt, das zweite Mal gekürzt. Da habe ich hier oben eine 1 stehen und unten drunter 400 und dann ein 16stel. Das ist ein 16stel plus 1. Das weiß ich auch. Aber ich wollte diese Technik damit nochmal demonstrieren, auf dass mir eventuell mit solchen großen Zahlengeräten zurechtkommen. Und das geht. Das wäre mal eine Aufgabe, schön für zu Hause weiterzurechnen. Ich höre jetzt erstmal auf, noch eine kurze Pause und dann werden wir mal sehen, wie es noch weitergeht. Denn die Stunde ist gleich rum in 5 Minuten.